Wo mache ich das denn? Im Gewächshaus bestimmt nicht. Eigentlich müsste das auch im Testlabor sein und nicht irgendwo anders. Oder könnte ich vielleicht auf die andere Seite gehen und da wäre das im Bestbereich? Ich könnte es mir vorstellen. Aber eigentlich sollte doch alles, was man braucht, im Testlabor sein. Das wäre ja sonst sinnlos, ein Testlabor zu haben. Tschüss, Leute. Bye, bye. So, irgendwo habe ich hier bestimmt was übersehen. Wo kann ich das hier hin tun? Ach, komm schon. Willst du mich veräppeln? Muss ich das nicht da? Was ist mit B2? Ist da irgendwo ein Kühlungsraum? Tieftemperatur-Testlabor. Ich verstehe. Da unten muss es in die Kühlung. Was ist denn das für ein verdammter Bereich? Was ist das für ein Testbereich, wenn ihr nicht mal eine Kühlung hier habt? Nicht mal einen Kühlschrank, wenn da steht, das muss unbedingt gekühlt werden. Das sind wichtige Sachen, die man haben muss. Nervt mich nicht. Ich würde eigentlich nur durchgehen. Darf ich? Vielen Dank für die nicht vorhandenen Blumen. Okay, dann gehen wir ins Tiefkühltestlabor, wo wir eigentlich nicht rein können, aber vielleicht können wir das ja irgendwie aufmachen. Es ist ja immer noch abgeschlossen. Hier unten waren ja nicht so tolle Erfahrungen, die wir gemacht haben. Was war eigentlich hier hinten? Achso, das war ja ohne Strom, stimmt. Und du lebst wieder. Was war denn gerade mit seinen Haaren los? Ich glaube, das Licht hat gerade ein bisschen gespinnt. Das sah so alles grau aus und dann. Oh, die Batterie! Alles sah grau aus und dann plötzlich. Ja, waren da so schwarze Pünktchen? Murph. Ist das wichtig? Error. Wieso Error? Ein Signal. Aber. Space? Oh, ich muss was machen. Oh, Murph. Ja. Okay. Jetzt habe ich. Ich habe Murph draus gemacht. Und jetzt kann ich es da reintun, oder nicht? Murph? Murph Arrow? Okay, da muss ich wahrscheinlich an diesen komischen Dingern rumdrehen. Und noch irgendwas dazu machen. Ich drücke immer Rechtstaste, das ist nicht richtig. So. Kann ich hier irgendwas machen, außer Murph auswählen? Ah, okay, ich verstehe. Kann ich bitte die richtige Welle haben? Die andere Seite auch, ne? Jetzt haben wir doch perfekt. Also, wenn das jetzt nicht geht, dann beiße ich in den Besen rein. Komm schon. Okay, es geht. Gott sei Dank, ich wollte keinen Besen beißen. Wer weiß, wie viele Spinnenreste da dran sind. Oder Puzzlereste, wer weiß. Die Tür da hinten ist auf. Tür! Hab ein Bett für uns. Leon muss sich ausruhen. Ist das jetzt das Tief? Nee, das ist das Serverraum. Das wäre vielleicht. Oh. Ich dachte, das wäre der tiefen Laborraum da. Ein Messer. Nice. Gut, dass wir das andere nicht mitgenommen haben. Ein Lager. Perfekt. Und ein Speicherplatz. So, das Messer lassen wir direkt wieder hier. Perfekt. Den Flammenwerfer. Einmal bitte nachladen. Sehr gut. Dann haben wir den Platz auch wieder. Oh, die Türen erschrecken mich jedes Mal, ne? Ich weiß nicht, ob ich das. Ich finde nicht, dass es ein Hochsicherheitslabor ist, wenn die Türen automatisch aufgehen. Wenn jetzt hier mal jemand einbricht, ja, so wie wir, und uns ein Armband klauen, können wir jede Tür aufmachen. Man könnte sich nicht mal verstecken. Na, da gehe ich gleich rein. Erstmal will ich hier rein. Moment, hier bin ich eben schon lang gegangen, ne? Never mind, ich gehe hier rein. So, Testlabor. Nein. Hallöchen. Alter, was ist denn das für eine Pampe? Das eingelegte Gedärme? Ich habe das Gefühl, dass der Auflauf von Oma wird immer fragwürdiger. Na, du lebst bestimmt noch, kann das Willkommen sein? zurück, Dr. Lee. Sie haben 5 neue Nachrichten. Oh ja, bestimmt meine Bestellungen auf Amazon für Giraffenschuhe sind angekommen. Oder die Pinguin-Watschler. Wayne Lees Posteingang. Absender Rick Mendoza. Betreff, was hat er vor? Kaum zu glauben, dieser Cartwright. Was für ein Arschloch. Naja, er ist der Boss, vorerst. Egal, hast du meinen Helix irgendwo gesehen? Ich habe das Geheimnis unten drauf geschrieben. Sag Bescheid, wenn du sie findest.
Absender Byron Cartwright. Betreff beschäftigter Typ, was? Hast du es nicht zu unserem kleinen Meeting geschafft? Schön, sorg dich nicht weiter für... Sorg dich nicht weiter wegen der Gewächshausinspektion. Erledige stattdessen diese kleine Aufgabe, stelle ein Budget für übernächstes Jahr zusammen. Bis heute Abend. Oh, der ist aber sauer gewesen, nur wegen dem einen Meeting. Komm, ein Meeting verpassen ist doch nicht so schlimm. Vielleicht ist er eingeschlafen, der Mann. Oder er ist der Typ, der gerade hinter uns liegt und verstorben ist. Muss man nicht das ganze Budget aufstellen als Plan bis heute Abend? Das ist ein bisschen viel verlangt. Steht da irgendwo, wann es losgeschickt wurde? Wie viel Uhr? Ich traue dem nicht. Da steht bestimmt irgendwo PM und das war schon kurz bevor der Abend überhaupt vorbei war. Absender, Rick Mendoza, schon wieder. Betreff, noch am Leben. Wir werden angegriffen. Es gibt Tote. Der Ostbereich ist isoliert. Mit den Armbändern, die wir haben, können wir die Brücke nicht benutzen. Wo versteckt sich dieser Drecksack Cartwright? Der hat sich bestimmt dafür gerecht und hat diese ganze... Weißt du, was dieser Cartwright, ja? Der hat bestimmt die ganze Apokalypse losgelöst, nur weil er im Meeting vernachlässigt wurde. Das Treffen wurde nicht eingehalten, er war sauer, er hat die ganze Menschheit verdammt, weil sich sowieso niemand an Prinzipien und Regeln und Manieren hält und dachte sich, nö, ganz ehrlich, lasst euch fressen. So wie er mich nicht fressen lassen hat beim Meeting, ich weiß auch nicht. Nochmal, Rick Mendoza, betreff, bitte antworte. Gewächs 43 dreht durch. Im Gewächshaus ist der Teufel los. Wir müssen da jemanden reinschicken, bevor es zu spät ist. Wayne, wie halten wir das Ding aus? Auf, du musst uns helfen. Bitte antworte. Absender, Rick Mendoza. Betreff, keiner. Erinnerst du dich an Susi, die Skileaderin? Ein tolles Mädchen. Wir waren beide total verschossen in sie. Sie wollte natürlich nichts von Nerds. Ich muss dir noch die Comics und Spiele zurückgeben. Muss dich aber gedulden. Oh, man sieht den Übergang zwischen sich Sorgen machen, also da ist der Hass, das war jetzt nicht die Sorge, hier sich Sorgen machen und aufregen über den Anfang der Apokalypse, dann Hoffnung und dann einfach Akzeptanz, dass man wahrscheinlich nicht mehr überleben wird. Redet über alte Geschichten, redet vielleicht über zukünftige Comics, die man noch zurückgeben kann. Was allerdings niemals passiert ist. Du lebst nicht, oder? Wahrscheinlich war das die Person, die hätte antworten sollen. Sind hier ein paar gute Dokumente, was steht da? Ich weiß es nicht. Ah, Diagramme! Ah, ich will nicht! Es ist kalt hier drin. Wer hat den Gefrierschrank aufgelassen? Ach, Leon. Mann, ey. Puh, ich muss sagen, jetzt kriege ich auch Gänsehaut. So, hier einmal das rein. Oder? Ich bin jetzt die erste Maschine, die ich gesehen habe. Oh, okay. Das war richtig. Ich meine, wäre es nicht richtig gewesen, hätte ich wahrscheinlich unsere einzige Probe, die wir haben, zerstört. Aber, naja, no risk, no fun. Darf ich bitte so lange weggehen und mich umgucken? Wisst ihr, das sind die Roboter, die uns in der Zukunft ersetzen werden. Kühlungsroboter. Vielen Dank. Danke, Jeremy. Vielen Dank dafür. Jetzt haben wir endlich... Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Was ist das? Schießpulver. Jetzt haben wir endlich, was wir brauchen. Du liegst noch? Ja, du sitzt noch, meine ich. Du bist hoffentlich komplett zerfroren. Sag mal, ist das... Das Eis kommt doch aus deinem Kopf raus, oder? Ist das hier eine ganze Leiche an Sabber, die du zurückgelassen hast? Und du hast das hier losgelöst? Der ganze Kühlraum ist nur gefrorene Sabber, mehr ist das nicht. Und das ist alles von dem Arzt da hinten. Schon irgendwie ekelhaft. Ja, Leon, keine Sorge, wir gehen ja raus. Wir können dich wärmen. Und Ada. Wo auch immer Ada gerade ist. Ach ja, die ist ja noch im Zug drin. Wir können zum Zug zurückgehen und dich wärmen lassen von Ada. Ich habe das Gefühl, dass hier gleich irgendwas passiert. Außerdem haben wir Mr. X schon lange nicht mehr gesehen, ja? Will ich nur mal anmerken. Das passt mir nicht, dass wir ihn lange nicht mehr gesehen haben. Der kommt bestimmt aus irgendeiner Ecke gleich. Ah, nicht... Okay, ich dachte gerade, Musik ist angegangen. Ich hatte kurz Angst, weil wir reden von ihm. Das ist das eine Mal, als wir von ihm angefangen haben zu reden. Auf einmal platzt er durch eine Wand durch. Dem Mann traue ich kein bisschen. Hier war nichts, richtig? Nope. Absolut nicht. Dann wieder zu den ekelhaften Kräuterviechern. Mal sehen, was sie für uns im Angebot haben. Nice. Guter Move, muss ich sagen. Aber ich will gerade nicht
nichts mit euch zu tun haben. Also ich hoffe, das nehmt ihr mir nicht übel. Einmal hier rein. Und ich habe deine Proberoboter. Computer, bitte akzeptiere die Kälte. Geht's jetzt? Lösung wird zerstört. Sterben die Viecher jetzt oder was passiert? Oh, die Karte! Ach stimmt, das war ja der Typ am Fenster. Das hat funktioniert. Sehr gut. Ab zur Karte. Warnung. Sie haben ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Na und? Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Ach, wen interessiert das? Was für Disziplinarmaßnahmen? Kommt gleich der Mr. X an und bestraft uns für unsere Taten? Weil ehrlich gesagt ist mir das ziemlich egal. Oh, es ist tatsächlich! Ich hab gelogen! Nicht gelogen! Ich dachte, das wäre ein Witz! Oh, du kommst einfach da! Oh, no. Bitte, lasst mich durch! Ich hab andere Sorgen! Das war ein Scherz! Oh Gott! Das war doch nur ein Scherz! Lass mich los! Oh mein Gott! Das war doch nur ein Scherz! Guck mal, das ist schon wieder das gleiche wie vorher! Ich rede über ihn und er kommt an! Wir dürfen nicht über ihn reden. Wie sollen wir denn hier abhauen? Weil er... Oh, hast du mich erschrocken? Oh, Manu, lass mich in Ruhe. Pass mir die an. Oh, ich glaube, wir sind tot. Und er steht im Hintergrund und guckt uns. Oh, ja, da steht. Ey, wie dumm das aussah. Okay, ganz ehrlich mal. Was will dieses Spiel nicht von uns? Wir fangen an, von diesem Mr. X zu reden und er kommt durch die Fenster gesprungen und bringt uns um. Entschuldigung? Was soll das? Manu! Und dann die ganzen Viecher stehen natürlich alle dann zufällig auf. Muss ich die Lösung nochmal eingeben? Ja, muss ich. Gott sei Dank hast du zwischengespeichert. Dieser verdammte Typ, ich hätte nicht von ihm reden dürfen. Manu, das ist Karma. Kannst du überspringen? Nein. Ich sag doch, es war viel zu lange zu ruhig. Das hat funktioniert. Ja, das hat funktioniert. Ich bin aber nicht froh darüber, dass es funktioniert hat. Ohne Genehmigung eine gefährliche Lösung zerstört. Ihre Taten wurden aufgezeichnet und Sie müssen sich etwaigen Disziplinarmaßnahmen unterziehen. Vielleicht sollte ich direkt den... Man sieht ihn noch nicht, ne? Steht er da? Ah, ist eine Pflanze. Vielleicht sollte ich... Guck mal, wie die jetzt noch nicht stehen, ja? Die Biester stehen noch nicht. Hauptsache mich ärgern. Ich habe die Flammenwerfer in der Hand. Ich werde ihn benutzen. Ich werde ihn... Oh, sie stehen auf! Sehr gut. Ich glaube, das Spiel hat gedacht, dass wir direkt... Kannst du bitte sterben? Dass wir direkt das Armband aufheben, ja? Mhm. Die anderen auch alle aufgestanden. Wir kümmern uns erstmal um die Monster. Und dann holen wir das Armband. Dann können wir wenigstens nur von einer Sache konzentriert weglaufen. So. Bitte steht nicht wieder auf, wenn ich das Armband genommen habe. Bitte. Sag gerne noch öfters, bitte. Okay, bereit. Ich bin bereit für dich. Da ist er. Scheiße. Er schon wieder? Da ist er. Mr. Xy. Na komm. Put. Psch. Komm her. Ja, guck mich ruhig an, ja? Du begaffst unsere Schönheit. Kann ich verstehen. Würde ich bei dir auch machen, aber... Da fehlt so der Hut. Der Hut war das einzig Schöne an dir. Du kannst nicht mehr. Nein, er passt mich trotzdem an, aber wir haben eine Granate. Puh, ab in deine Schnauze. Ah, haha. Der andere geht auch noch. Danke. Oh mein Gott, ich komme durch die Tür. Oh mein Gott, ich dachte gerade wirklich, die Tür geht nicht auf. Wo genau soll ich denn jetzt hinlaufen? Ist jetzt nur meine Frage. Ich höre ihn sehr laut.
Können wir in den Westbereich gehen? Ich würde gerne speichern. Kommt er hinterher oder bleibt er im Westbereich? Ich weiß es nicht. Aber hey, er sollte doch gar nicht hinterherkommen können. Der Mann hat kein Armband. So, wir könnten das jetzt machen oder wir gehen auf die andere Seite. Und natürlich gehen wir erstmal auf die andere Seite. Der Mann hat aber keinen... Müssen wir das da oben aktivieren? Oh, never mind. Wir können doch nicht zwei Sachen machen. Nur die eine Seite. Nee, der Mann hat gar kein Armband. Der dürfte gar nicht hier sein. Hoffentlich ist die Jeep hoch. Das ist voll der unsichere Arbeitsplatz. Wenn du hier irgendwie so richtig hart niest und dann fällst du nach hinten vor hartem Niesen, vor Wind, weißt du, und dann fliegst du volle Kanne runter. Das wäre nicht so geil. Oh, hey, hast du ein Geschenk für uns? Oh, eine Kassette. Ist da Bambi drauf? Denn ich fühle mich genauso verlassen gerade. Hallöchen. Wo ist die Party? Nicht hier? Oh nein, wir haben die Batterie nicht wieder mitgenommen, oder? Doch, haben wir! Oh mein Gott! Moment, warum haben wir sie wieder? Ach, wir mussten das nur einmal ranhalten, ne? Warum ist hier ein Lager, aber kein Speicherplatz? Hallo? Ich hätte gerne den Speicherplatz. So, wir kombinieren das einmal. Na, ja, doch, können wir direkt. Perfekt. Ich hätte das hochwertige Pulver nehmen sollen, ja? Na, egal. Jetzt habe ich das leider nicht getan. Können wir irgendwas wegtun? Nein. Wir lassen es so, wie es ist. Und wir nehmen mal den Transmitter. Das ist OSS. OSS. Und das können wir direkt anpassen. So, OSS. Ich muss das andere ein bisschen ändern. Ist das nur oben und unten? Ja, das ist nur oben und unten. Okay. Tolle Musik übrigens. Du. Na komm. Ah, wir haben es fast. Wir hatten es fast gehabt, oder? Ja, wir haben es. Perfekt. So, und jetzt einmal benutzen, bitte. Ich weiß nicht, was es macht. Licht an. Irgendwas aktivieren. Ich weiß es nicht. Licht an, okay. Kann gut sein, kann auch schlecht sein, je nachdem, was passiert. Ach, Mr. X, Mann. Der Typ kommt immer, der platzt immer hier rein, das kann ich nie mitnehmen. Der platzt immer hier rein, als ob wir ihn vermisst hätten. Bin ich verletzt? Nein. Das hier kommt aber so an, als ob wir mit offenen Armen empfangen würden, als ob wir uns über ihn freuen werden. Aber nein, das tun wir nicht. Was ist das? Laserraum? Sieht ein bisschen aus wie der Laserraum. Macht mir Angst, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, das war die coolste Stelle, aber macht mir Angst. Ob wir da irgendwann nach unten müssen? Wir laufen, laufen, laufen im Sauseschritt. Ups. Was ist das denn? Oh hey, da ist mein Arm, in den so oft reingebissen wurde. obwohl das ist wahrscheinlich Ethans Arm. Der bräuchte eigentlich nur wieder sein komisches Zeug zum Raufschmieren. Das ist Desinfektionsmittel und dann wäre wieder alles gut. Perfekt. Bitte kombinieren. Dankeschön. Können wir das mit dem oberen kombinieren? Danke. Dann haben wir wieder zwei Plätze frei. Da ist rotes Kreuz. Das Kreuz, ja. Da ist rotes Kraut. Und der Schießpulver. Das können wir beides mal ins Lager tun. Mir gefällt nicht, dass wir jetzt zwei Lager bekommen haben und so viele Items. Das kann eigentlich nur bedeuten... Achso, haben wir unendlich Platz im Lager? Dann hätte ich ja gar nichts davon loswerden müssen. Das kann eigentlich nur bedeuten, dass wir bald zum Ende kommen. Zum Bosskampf mäßig. Ich will gar nicht wissen, was hier für ein Bosskampf auf uns wartet. Wahrscheinlich der Mr. X, aber ich weiß nicht, wie wir ihn umbringen sollen. Der hat schon viel geschluckt und hat seinen Hut verloren. Das Wichtigste von allen. Moment, was ist das da? Das gefällt mir aber nicht. Ist das ein Ort, wo jemand rauskommt? Oder ist das ein Ort, wo ich nachher rein muss? Ich hoffe, es ist Ersteres und da kann ich abhauen. Das Forschungstagebuch. Beobachtungen zum embryonalen Wachstum. Proband 449. Nach der Implantation des G-Embryos nahmen wir einen 50 cm langen Einschnitt von der Brust bis zum Abdomen vor und begannen die Beobachtungen. Das medizinische Team half das Bewusstsein des Probanden zwischen 15 wach
und 10 Punkten auf der GCS zu halten. Das Bewusstsein des Probanden verschlechterte sich, aber und von weiteren Beobachten wurde abgesehen. Der Proband wurde dann entsorgt. Beobachtungen zur Fortpflanzungsrate Proband 501. Das G-Virus wurde Proband 501 verabreicht. 501 mutierte zur G-Form und wurde in eine Gruppe von 30 Probanden eingebracht. Nach 2 Stunden und 36 Minuten konnten wir nachweisen, dass allen außer einem Embryo implantiert wurde. Alle Probanden wurden entsorgt. Ein Proband brach während der Experimente zusammen und nahm sich das Leben. Experimente zur Resistenz gegenüber dem T-Virus. Probanden 628 und 639. Wir verabreichten das G-Virus, Proband 628, welcher eine leichte Resistenz gegenüber dem T-Virus gezeigt hatte. Das Virus wurde dann Proband 639 verabreicht, zu dem 628 eine enge Beziehung hatte. 628 zeigte Anzeichen des Widerstandes. Nach 24 Minuten wurde dennoch ein Embryo implantiert. Resistenz gegenüber dem T-Virus hält den geistigen Verfall durch das G-Virus in keiner Weise auf. Ich würde ja sagen, ich hoffe mal, dass die Probanden alle zugestimmt haben zu diesen Tests. Habe ich da gerade gehört? Aber ich habe das Gefühl, dass Umbrella das nicht wirklich interessieren würde. Und die sich einfach jemanden nehmen, wenn sie jemanden brauchen zur Untersuchungen. Was nicht toll ist. Aber ja, das war nicht einfach. Da kommt bestimmt gleich hinten oben was. Okay, jetzt zurück zu Ada. Du kannst mir nicht sagen, dass das einfach war. Da kommt doch jetzt was. Jo, nein, 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 nein. Ich will hier raus. Ich will hier raus. Keine Abriegelung. Nein, 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 nein. Ich gehe hier raus. Du kannst mich mal... Oh, mein... Sag nicht, du lebst immer noch. Du lebst nicht immer noch, oder? Du lebst immer noch. Sei doch endlich mal tot. Du wieder. Oh mein Gott, Anit. Er gehört mir. Was? Wieso hilft sie uns? Was hast du denn für eine Waffe? Darf ich die auch haben? Geht hier vor. Sorry, William. Du lässt mir keine Wahl. Oh, sind das die beiden von der letzten... Das sind doch bestimmt die beiden von dem letzten Probandenpapier, was wir gelesen haben. Die beiden, die sich geliebt haben. Wieso? Oder? Hätte nicht passieren dürfen. War das dein Mann? Ist Umbrellas Schuld, das alles. Sie arbeiten für die. Hatten sie etwa nichts damit zu tun? Doch. Aber wir wollten nie, dass das passiert. Dann erzählen Sie es mir. Von Anfang an. Na komm, du hast nichts mehr zu verlieren. So einfach kommt ihr nicht davon. Er hat sich selbst infiziert. Aber wieso? Wieso sollte man das tun? Oh Gott, William! Was hast du getan? Dann ist das Ihr Monster. Wir schufen das G-Virus, aber wir wollten doch nie das... Sie können es drehen, wie Sie wollen. Oh Gott, er lebt noch. Nein, 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 nein. Bring sie nicht um. Ich will mehr hören. Bitte bring sie nicht um. Oh, ich glaube, er hat sie gerade... Er hat sie gerade zerquetscht. Oh mein Gott, bitte. Hölle. Okay, William ist nicht mehr da drin. Ach, Scheiße. Hey, Mr. X, kannst du uns bitte helfen? Ich brauche Hilfe. Was machst du da? Was tun Sie da? Er darf nicht entkommen. Leon, spring hoch. Los. Nein, wieso gehst du nicht zurück und springst hoch oder so? Wieso machst du bei diesem Kampf mit, diese feige Sau da oben? Ich hab doch nicht mehr genug zum Schießen. Entschuldigung? Wo genau soll ich hier hinlaufen? Und wieso machst du damit diese feige Sauernette da oben, ja? Das ist ihr Monster. Oh, nein. Ich lasse mich nicht abwerfen. Absolut nicht.
Oh, hier ist Munition. Dankeschön. Die kann mich mal, die Frau. Hä? Das ist ja... Oh, das ist Diegel-Munition. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Lass mich in Ruhe. Ah, du bist ja viel schneller. Huch. Ah, ich hab vergessen, man kann nicht rollen. Ich wollte rollen. Das geht nicht. Pass mir die an. Komm. Auge. Dreh dich. Oh, hinten auf seinem Rücken. Komm, ich bin... Ich wollte sagen, ich bin mutig, aber ich habe ein bisschen Angst. Okay. Wir haben ganz viel Munition. Dass wir so viel Munition bekommen, macht mir Angst. Wieso ist er so schwach? Wieso bist du so schwach? Du triffst ja gar nichts. Oh mein Gott. Ich gehe weg. Nein, 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 nein. Ich lass mich nicht abwerfen. Ich habe schon mal gesagt, ich lass mich nicht abwerfen. Kommst du jetzt aus dem Feuer raus? Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Lass mich in Ruhe. Ich finde sie nicht so beängstigend wie seine erste Form. Seine erste Form war irgendwie gruseliger. Ich glaube, da hatten wir aber auch deutlich weniger. Ah, sein Auge. Komm schon, komm schon. Oh mein Gott. Ich will mich verstecken. Ich habe es nicht geschafft, mich zu verstecken. Stop, komm schon, ich muss mich heilen. Oh, 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 das ist alles gar nicht gut. Das ist alles gar nicht gut. Und ich habe nur einmal Heilung bei mir. Pass mir nicht an. Ich will sein Auge. Lass mich doch dein Auge ausdrücken, bitte. Das ist immer schön, wenn es so schön plopp macht, wenn man es ausgedrückt hat, ja? Komm schon. Der hat Babys bekommen. Augenbabys. Komm, Auge platz. Oh Mann, das gefällt mir nicht. Da hinten war doch noch Heilung, ne? Ja? Okay. Und ich glaube, er ist gerade schneller geworden hinter uns. Oh ja. Hi. Wir können darüber reden. Bitte. Wir können darüber reden. Oh, sein Auge ist rot geworden. Oh, das ist... Ist er jetzt wütender oder heißt das, dass er einfach verletzter ist? Oh mein Gott, er ist wütender. Er ist eindeutig wütender. Bitte. Space. Mann, bin ich froh, dass wir noch eine Granate haben. Wir wären jetzt, glaube ich, sonst tot. Wieso siehst du aus wie ein Alien, Mann? Verdammte Scheiße. Geh doch weg. Lass mich doch in Ruhe. Ah, eine Blendgranate. Dankeschön. Okay. Komm schon, Auge am Knie ist doch ein ekelhaftes Gefühl, oder? Ich will dir doch nur helfen. Kommt der Kälte aus dem Haus? Okay, wir haben bald keine Schuss mehr von den 60 Schuss, die wir mal hatten. Was ist das? Noch eine Granate. Oh, Junge. Nicht auf mich springen, bitte. Oh mein Gott, das war sehr knapp. Das war viel zu knapp. Das war viel zu, viel zu, viel zu, viel zu knapp. Was ist das? Flammenwerfer. Ich brauche das. Ich glaube, wir sollten die noch mehr benutzen. Lass mich in Ruhe. Brenne. Hab ich ihn? Stirb, William. Stirb. Niemand kann dich leiden. Aber verdammte Annette, du feige Sau. Schickst uns einfach hier runter und sagst, der darf nicht entkommen. Gott sei Dank. Moni. Gott sei Dank. Ich hoffe, die lässt uns auch wieder hoch und dazugeguckt. Und ist nicht einfach abgehauen. Dann hätte sie vielleicht noch ein bisschen Respekt, den ich für sie übrig habe, aber so. Das ist ein Fahrstuhl, den will ich noch nicht nehmen. Ist hier irgendwo noch was zum Aufsammeln, bitte? Könnt ihr aufhören, alle zu reden? Diese ganzen Stimmen machen mich wahnsinnig. Macht mich ganz kirre. Puh. Okay, ein Virus haben wir noch. William ist tot. Und Annette ist wahrscheinlich abgehauen. Gut, dass das Viech nicht zu Ada gegangen ist. Die hat sich gar nicht mehr wehren können. Oh, sie ist doch nicht abgehauen. Sei froh, sonst wäre ich wütend gewesen auf dich. Scheiße. Sieht übel aus. Ist schlimmer. Glaub mir. Können wir ihr helfen? Wir haben erste Hilfe-Spray. Ich weiß nicht, was ich glaube. Sag mir nur, du zerstörst die G-Probe. Das ist ein Beweis. Der geht ans FBI.
vertraust im Miststück? Was soll das bedeuten? Von wegen FBI. Sie ist eine Söldnerin. Sie wird's verkaufen. Das G-Virus geht an den höchsten Bieter. Ach, das ist Bullshit. Oh, oh. Hoffe, du hast recht. Aber wenn das Virus in die falschen Hände kommt... Ich bin mir jetzt sowieso schon unsicher mit Ada, weil so 50-50%, ob wir vertrauen oder nicht. Ich muss auch sagen, wozu brauchen wir die Probe als Beweis? Ich meine, verständlich, dass man sie bräuchte irgendwie, aber wir haben all das hier. Und Ada hat das alles gesehen. Die hätte doch eigentlich, wenn sie FBI wäre, was ich übrigens am Anfang komplett falsch verstanden habe. Ich dachte, die reden nur davon, dass hoffentlich das FBI allgemein irgendwas macht. Dann, also, eigentlich müsste doch alles, was passiert ist in der Stadt, als Beweis zählen. Wir bräuchten doch die Probe gar nicht. Es wäre doch gut, sie zu zerstören. Selbst wenn Umbrella dafür nicht bezahlen müsste. Das Beste ist, wenn sie einfach nicht mehr existiert. Oder dass wir sie selbst zu einem FBI bringen und nicht zu Ada. Das wäre vielleicht noch das Allerbeste. Das wäre tatsächlich das Allerbeste. Wir bringen einfach die Probe selbst zum FBI. Warum nicht? Ich sehe gerade etwas, was mich sehr doll interessiert, und zwar das hier. Wir haben eine Kassette. Wir sollten die Lösung aber wirklich selber zum FBI bringen. Oh. T-Virus gesichtet. Wir gehen rein. Ach, er war oben da drin. Deswegen sah das so aus. Nee, gar nicht. Dr. Birkin. Das war FBI-Typ, der da oben drin war. Glauben Sie, ich wusste nicht, dass Sie kommen. Das ist mein Lebenswerk. Ich gebe Ihnen gar nichts. Wir haben unsere Befehle, Dr. Birkin. Ich sag's nur noch einmal. Oh mein Gott. Oh, deswegen war das alles so blutig. Der arme Mann. Obwohl, nicht der arme Mann. Was zum Teufel sollte das? Ich weiß es nicht. Wir hatten Befehl, ihn leben zu fassen. Wir sind drin, Sir. Doch es gab Widerstand. Wir mussten die Zielperson ausschalten. Korrekt, Sir. Roger. Nur die Proben also. Abmarsch. Ach, das sind also Soldaten von Umbrella, oder? Und die haben eine Probe allerdings übersehen gehabt. Unser Glück, dass sie eine übersehen hatten. Also waren das G-Proben? Anscheinend ja, Leon. Und das eine, die eine hatten sie vergessen. Können wir nicht... Reicht das Videoband nicht auch schon als Beweis? William Birkins Postangang, den habe ich gar nicht untersucht eben. Absender Jane Doyle. Forschung an G wird eingestellt. Die Umbrella Corporation hat entschieden, alle Forschungen an G einzustellen, die im Nest-Labor stattfanden. Sämtliche Gelder für dieses Projekt werden gestrichen und Laborleiter William Birkin wird seinen Posten enthoben. Absender BE. Betrefft keiner. Vielen Dank für Ihre E-Mail, Dr. Birkin. Die Leitung interessiert sich sehr für diese sich entwickelnde Biowaffe. Sorgen Sie sich nicht um die Kosten. Unser Unternehmen ist das bestfinanzierte des Landes. Absender Richard Kessler. Betrefft Glückwunsch. Wie ich hörte, ist G beinahe bereit. Sehr gut. Komisch nur, dass Sie das nie an das Labor hier in Umbrella-Zentrale meldeten. Aber darüber kann ich wegsehen. Also schicken Sie doch alle Daten rüber, wären Sie so nett? Und keine Sorge, Sie haben mit G gute Arbeit geleistet. Aber jetzt übernehmen wir. Absender Jane Doyle. Betreff Abmahnungsbericht. Bescheid. Sie werden der Vertragsverletzung gegenüber der Umbrella Corporation verdächtigt. Es wurde festgestellt, dass Sie die Eigentümerschaft für das G-Projekt beanspruchen und unautorisierten Kontakt mit dem US-Militär hatten. Oh, also war Will Birkins doch ein guter? Oder wollte er das ans Militär verkaufen? Die Frage ist nämlich, ob er das Militär gerufen hat, um Umbrella auszuschalten oder um es als Kriegswaffe zu verkaufen. Bitte antworten Sie innerhalb von 24 Stunden auf die Vorladung des Komitees.
Ich glaube, aus den 24 Stunden ist nichts mehr geworden. Ja, aber eigentlich, anstatt diese G-Probe zu nehmen und sie irgendwo hinzubringen, könnten wir sie selber zerstören und mit einem USB-Stick all diese ganzen E-Mails runterladen und die ganzen Daten, die wir hier untersucht haben. Das wäre doch viel logischer, oder nicht? Dann hätten wir Beweise. Und wir müssten nicht... Kann ich das nicht kombinieren mit dem? Ah, doch. Und wir müssten nicht uns darauf verlassen, ob Ada uns jetzt anlügt oder nicht. Also, ich fände das besser, eindeutig besser. Das wäre die logische Option, meiner Meinung nach. Aber ich glaube nicht, dass das Spiel uns diese Option geben wird. Trotzdem wäre das besser, wenn wir das so machen. Dann müssten wir uns nicht darauf verlassen, dass Ada uns nicht anlügt. Und wir müssten uns nicht am Umbrella... Wieso bist du hier, Ada? Du solltest doch warten. Ich habe gerade an dich gedacht. Dann sind wir schon zwei. Ich war schon in Sorge. Du hättest warten sollen. Du bist verletzt. Team. Aber ich muss dich was fragen. Der Weg ist frei. Bitte. Sag mir, du hast es. Ah, ich hab's. Können wir nicht auf der Brücke stehen, während alles um uns herum zerstört wird? Nichts wie raus hier. Aber vorher... Ich stieß auf Annette. Sie sagt, du bist nicht vom FBI. Oh, Leon. Wieso konntest du sie mir nicht einfach geben? Oh, es war klar, dass sie doch gelogen hat. Weil ich Hand hab, so sehr ich dir vertrauen will, ich tu's nicht. Oh, Mann. Ich habe wirklich gehofft, dass es nicht so endet. Mehr war das also nicht. Ich war nur Mittel zum Zweck. Ich mach doch nur meinen Job. Und ich mach meinen, also weg mit der Knarre! Du bist verhaftet. Gib mir die Probe, Leon. Ich will dir nicht wehtun. Wir werden sie dir nicht geben. Und warum diskutieren wir auf dieser Brücke? Mein Gott! Wieso? Das ist so dumm. Dann erschieß mich. Wenn du glaubst, du kannst es. Oh, Leon. Bitte erschieß ihn nicht. Jetzt fallen wir. Wir fallen nicht? Oh, Annette! Ada! Die Probe! Nein! Warum haben wir es nicht besser abgesichert? Jetzt kriegt niemand die Probe. Oh mein Gott. Ich glaube nicht, dass niemand die Probe bekommt. Jetzt haben Umbrella alleine die Proben. Festhalten! Ich glaube, ich kann... Ach, scheiße! Wieso waren wir auf dieser verdammten Brücke? Das war doch klar, dass das schlecht endet. Vergiss es. Sei still, ich hab dich. Was, wir lassen dich nicht fallen. Tu das nicht. Nein. Was? Nein! Gut auf dich auf, Leon. Was? Nein! Aber... Was? Wie überlebt sie das? Wir wissen doch, sie überlebt. Wie überlebt sie das? Überlebt sie das? Habe ich mir den fünften Teil nur eingebildet? Leon, geh da weg, bitte. Aber wie... Was? Was ist gerade passiert? Was? Wir haben Timer! Wir haben 10 Minuten! Ich will trauern! Verdammt! Wir gehen. Hört das jetzt einfach los? Ja. Was? Aber sie ist doch im... In welchem Teil war das? Im 5. oder im 4.? In irgendeinem Teil ist sie doch nochmal da. Im 4. Im 4. war das. Aber wie kann man diesen Fall überleben? Hat die Greifhaken, die Frau? Was? Ich bin so überfordert. Hat die einen Fallschirm irgendwo in ihrem Kleid versteckt? Warte, kannst du mal schneller machen? Ich habe nicht so viel Zeit. Oh mein Gott. Ich hätte mir das vielleicht... ich hätte mir das vielleicht anders überlegen sollen, als hier runterzugehen. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
Gott, oh Gott, oh Gott, 9 Minuten. Minuten bis zur Detonation. Und was soll ich jetzt machen? Wer ist da? Ist das Claire? Das sah aus wie Claire. Ihr Kopf, ich habe ihr Haar erkannt. Das war doch Claire. Claire! Leon? Du bist auch hier unten? Ja, aber hier stürzt gleich alles ein. Wie hat Claire das denn hier runtergeschafft? Du musst hier raus. Schnell. Ja. Gib einen Weg raus. Wir schaffen das. Ja, wir schaffen das. Wo bist du jetzt? Bob der Baumeister. Claire, bist du noch da? Oh, verdammt. Leon? Da taucht bestimmt gleich eine Steaks hinter ihr auf. Vergiss mich. Oder hinter mir. Verschwinde von hier. Hinter mir. Ich hör's. Hinter mir. Verdammt. Oder ist es die Musik? Nee, das ist doch nicht ihr. Ich dachte, das wären Schritte. Wir müssen unbedingt... da ist was. Ich hab mich nicht ablenken lassen in schlimmen Situationen, aber wir müssen ganz schnell gehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und ich bin froh, dass der Timer gestoppt hat, während wir unterhalten haben uns. Wow, okay. Oh, speichern. Danke, danke, danke. Speichern war wichtig. Danke, danke, danke. Muss ich irgendwas mitnehmen? Okay, ich muss mal ganz kurz runterkommen hier. Okay, kann ich irgendwas... Habe ich gerade was neben mir gehört? Soll ich einen Schlüssel mitnehmen aus Not? Nein, 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 nein. Die brauchen wir schon nicht. Hoffe ich. Komm schon. Oh, die Musik gefällt mir gar nicht. Die wird lauter. Also die Musik ist cool, aber sie wird lauter. Das macht mir Angst. Komm schon. Och, nee. Ja, ich wusste es. Und noch einer. Ja, brenne. Mann, ich habe keine Zeit für euch. Bitte geht doch einfach. Frag mich, wann Mr. X wiederkommt. Der kommt auf jeden Fall nochmal. Bin mir so sicher, dass er nochmal kommt. Oh, Kraut. Dankeschön. Bin ich verletzt? Nein, mir geht's gut. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich werde hier nicht explodieren unten. Jetzt komm schon, schneller die Treppen. Kannst du nicht runter springen oder so? Oh, wow, wow, wow. Verdammter Witz sein. Okay. Okay, du willst jetzt nicht campen, oder? Die einen Ausgang? Komm schon. Okay, lauf, Leon. Lauf, 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 lauf. Oh mein Gott. Okay. Nein, ich habe keine Zeit für dich, Zombie. Bitte. Ich meine, ist der Typi nicht bei Claire? Obwohl, die hat bestimmt ihre eigenen Sorgen gerade. Oh, nein. Spring durchs Feuer. Ich weiß auch nicht. Oh nein. Bitte zerquetsch unseren Kopf nicht. Oh Gott sei Dank. Explosionen sind immer auf unserer Seite, die sind super. Ja, stirb, du Dreckssack, verdammt doch mal. Du verdammter Couch-Rest. Keine Ahnung, das sieht aus wie eine geschrumpelte Couch im Gesicht. Leon, steh auf, bitte. Du hast keine Zeit dafür. Ich muss weiter. Ja, bitte, 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 stirb nicht. Der kommt bestimmt mit gleich Flammen hinterher. Als ob das jetzt gewesen war. Absolut nicht. Okay. Wir kriegen hier Sachen. Wir kriegen hier Sachen. Das gefällt mir nicht. Ach, verdammt. Ich muss Sachen wegpacken. Weg mit dem Messer, das brauche ich nicht. Weg mit dem Kraut, das brauche ich nicht. Jetzt nimm das mit. Ich muss da ganz schnell hin. Was, nicht austauschen? Oh mein Gott. Okay, ja, austauschen. Ja, 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 ja. Los, 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 los. Ich hab's sonst... Das sieht nicht gut aus. Werde ich hier gleich... einen Kampf haben oder so? Das ist viel zu offen. Die Fläche. Das ist ein großer Fahrstuhl, oder? Bitte komm nicht flammend hinterher. Du kommst brennend hinterher. Oder? Was zur Hölle? Er kommt auf jeden Fall brennend hinterher. Oder ist das ein anderes? Ist das schon wieder William? Oh nein, es bricht einfach nur alles zusammen. Und er ist es doch... Oh, wie siehst du denn jetzt aus? Okay, eben hast du mir besser gefallen. Okay, komm schon. Also ist das jetzt der Bosskampf? Bitte? Oh Mann, Feuer interessiert diesen Mann nicht. Ah, nein, 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 nein. Ey, der Fahrstuhl kommt mir bekannt vor. Hey, waren wir hier nicht im... Remake? Mit Ashley? Oder?
Was, wir nähern? Oh, Moment, ich heile mich. Ich habe gerade gar nicht mitbekommen, dass ich sehr verletzt wurde. Der Typ... Kann der One-Hit machen? Also nicht One-Hit, aber kann der... Two-Hit machen? Ich glaube, ja. Oh, spring doch nicht. Du musst mich so angeben mit deinen Muskeln und mit deiner Sprungkraft und mit deiner Sportlichkeit, okay? Ich weiß, ich hab das alles nicht, aber lass mich. Ey, das ist unfair. Okay, es geht noch. Da liegt was in meinem Weg. Okay, ich kann ihn verletzen. Lass mich. Lass mich in Stein. Rette mich. Ich hab gleich keine Muni mehr. War das nötig? Aua! Bitte lass uns endlich unten ankommen. Was soll denn das? Reicht es auch, wenn ich einfach nur im Kreis laufe? Huhu! Ich bin tot, oder? Ich bin tot! Oh mein Gott! Ich bin... tot. Ich wurde zerfetzt. Was? Was? Ich... Aua? Das sah brutal aus. Wann kommen wir endlich an mit diesem Fahrstuhl? Warum ist das so lange? Moment. Jetzt, wo ich weiß, was auf uns zukommt, kann ich bitte... Dafür habe ich keine Muni. Das kommt weg. Das Messer. Kann ich nicht mehr mitnehmen? Oh, verdammt, ey, was machen wir denn? Okay, ich tue die Heilung nicht weg dieses Mal. Ich weiß nicht, ob ich ihn einfach im Kreis laufen sollte. Ob ich ihn wirklich umbringen kann? Ich wünschte, ich hätte noch mehr Munition. Hätte sie überspringen? Ja, kann ich. Hallo, da sind wir wieder. Fass mich nicht an. Dafür musst du extra bezahlen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Guck mal, wir können darüber reden. Ich kenne bestimmt irgendwo jemanden, der jemanden kennt, der gute Nägel machen kann. Und wir können deine Nägel ein bisschen trimmen. Okay. Das ist doch ein guter Deal. Wir lassen deine Nägel trimmen. Dann musst du nicht mehr mit dem Schmerz von langen Fingernägeln rumlaufen. Und du musst sie auch nicht wie billig Wolverine benutzen. Okay. Aber Wolverine macht das sehr viel besser. Der sieht nicht so bläulich tot aus, okay? Und es trifft nicht. Verdammt nochmal. Ist hier was bei Warnung? Benutze ich lieber doch direkt Heilung. Okay. Ich wünschte, wir könnten rollen oder so mit Leon oder ausweichen oder irgendwas. Die Musik ist geil. Ja, sei verletzt. Leider. Ich frage mich, ob wir bis zur Detonation in dem Fahrstuhl bleiben. Oder ob wir irgendwann unten ankommen. Oh, nicht gut. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, wenn er das macht. Ich weiß auch nicht mal, wie ich ausweichen kann. Ich muss mich heilen. Bitte, bitte, bitte. Tap, tap. Oh, ich glaube, er wollte gerade wieder schlagen, oder? Nein, er schreit nur. Du bist eine kleine Drama Queen, weißt du das? Du musst nicht jedes Mal schreien. Mach doch den Stein kaputt statt mir. Oh, Heilige. Okay. Das heilt mich nicht. Ups. Ich habe irgendeinen Schutzbonus oder was ist das unten? Wir sind so tot. Wir sind so tot. Wir sind so tot. Hier sind überall Steine. Ich bin so tot. Ich kann mich nicht mehr heilen. Der Stein uns beschützen? Oh mein Gott, der Stein beschützt uns. Oh mein Gott, der Stein beschützt uns. Der Typ hängt fest.
Gott sei Dank. Ja, zerfetzt ihn damit oder so. Ich weiß nicht. Komm schon. Ja, flieg auf ihn. Warte, ist das Sache für uns zum Aufheben? Ist das Granatwerfer? Jetzt sind wir quitt. Ey, der hat doch überlebt. Aber wie hat sie überlebt? Wo kommt das Ding denn her? Pass mir die an. Pass mir die an. Pass mir die an. Pass mir die an. Danke, Ada. Danke, 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 danke dafür. Ist er direkt tot? Braucht man nur einen davon? Wir haben schon so viel Schaden gemacht, wir brauchen nur einen. Gott sei Dank. Und Igitt, okay? Igitt. Danke, Ada. Sie haben die unterste Ebene erreicht. Aber wie hat Ada überlebt? Ich meine, was? Oh mein Gott. Das ist witzig. Jetzt verstehe ich, warum wir mehr als nur einen haben. Ist das Claire? Boah, das klang gerade, als ob die Schritte neben mir wären. Das war gerade voll eklig. Nichts wie aus hier. Komm, spring rauf auf den Zug. Spring auf den Zug. Leon, bitte, 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 halt dich fest. Ja, komm schon. Haben wir es? Haben wir Glück, dass da gerade ein Zug kam. Ist das Claire? Das ist bestimmt Claire. Der Zug wäre doch nicht perfekt getimt gewesen, wäre das nicht Claire. Der arme Mann. Und wie hat Ada das überlebt? Ich check's nicht. Und er weiß es ja nicht mal. Leon, sie lebt noch. Bitte sei nicht traurig. Ich vermisse sie. Ach, der arme Mann. Oh, wirf das doch nicht weg. Okay, tut mir leid, aber stell dir mal vor, jetzt gleich brauchen wir doch nochmal das Armband für irgendeine Tür und er hat's weggeworfen. Das wäre ein bisschen deprimiert, wenn das der Fall wäre. Ich hab grad leider den traurigen Moment ruiniert. Wer ist denn dieses Kind? Hey. Hallo? Geschafft. Wer war das? Hab ich dir doch gesagt. Wer war das? Das war's? Wer war da dieses Kind? Wo kam das denn nochmal her? Warum hat Claire ein Kind gehabt? Aber das werden wir bestimmt rausfinden in ihrem Durchlauf. Oh, ich bin echt überwältigt. Das war so ein gutes Spiel. Ich glaube, das war eines der besten Spiele, die ich bisher gespielt habe. Ich fasse es nicht, dass ich das nicht schon vorher irgendwann mal gekauft hatte. Das war ja mega gut. Also, wenn einer von euch das gesehen hat und denkt sich, das war eigentlich echt cool, kauft euch das bitte. Das müsst ihr selber spielen. Das ist so gut gewesen. Ich bin voll überwältigt. Leon, absolut bester Charakter. Und dass man Ada nicht so trauen konnte. Ich hatte meine Zweifel, die haben sich leider bestätigt. Und ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Mr. X, absoluter Penner. Ja, absoluter Penner, da kann ich nichts mehr zu sagen. Und ich bin so froh, dieses Spiel gespielt zu haben. Das war richtig gut. Ich habe nicht erwartet, dass es so lange gedauert übrigens. Weil Resident Evil, der letzte Teil, den ich gespielt hatte, war der dritte. Das Remake davon. Und der war was, 5 Stunden oder so. Das war echt kurz gewesen. Und ich dachte, Resident Evil 2 Remake wird auch kurz sein. Und wir haben ja noch viel mehr. Wir haben noch Claires Teil, der ja auch noch kommen wird. Den muss ich auch unbedingt spielen, weil ist das zu gut, um es nicht zu tun. Ich möchte wissen, wo dieses Kind herkam. Wer war das? Ich bin froh, dass sie sich am Ende noch getroffen haben. Und danke an Claire, dass sie diesen Zug vorbeifahren lassen hat. Und das perfekt gefasst hat mit unserer Fluchtroute, denn ansonsten wären wir, glaube ich, explodiert und gestorben. Jedenfalls rede ich schon wieder zu viel und wir können dieses wundervolle Credits-Outro gar nicht genießen. Also vielen Dank fürs Zusehen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und wir sehen uns beim nächsten Projekt.